Japanische Entwickler sind dafür bekannt, bei Studien gern einmal um die Ecke zu denken. Was erst einmal für Mitteleuropäer eine nette Idee, die aber nicht realisierbar sein dürfte, erscheint, hat es oft zur erfolgreichen Marktreife geschafft. Denken wir einmal an Hybridautos oder hochdrehende Motoren mit kleinem Hubraum. Früher eine verrückte Idee, heute ganz normal. Das könnte auch den Dreirädern aus dem Hause Kobot so gehen. Ungewöhnliches Aussehen, bis zu 40 km/h schnell und sie sind wendig wie ein Gabelstapler. 2012 soll die Serienproduktion beginnen. Wir denken, dass diese Fahrzeuge für das sogenannte Carsharing gut geeignet sind. Wenn Sie irgendwo in eine fremde Stadt kommen und sich dort bewegen müssen, dann können Sie diese Scooter in irgendeiner Station leihen.